Hallo, Freunde vom Kanal PVB. Okay, liebe Community, Servus. Treffen wir uns heute wieder mal? Ja, logisch. Und warum treffen wir uns heute wieder alle? Weil heute 1. März 2018 ist. Ja, und dann kommt es halt wieder, wie es immer so kommt, ne? Die Kanäle des Monats werden vorgestellt. Wieder 3 Stück. Und ich glaube, ich mache aber nur von jedem Kanal immer nur noch 2 Videos. Das sollte eigentlich langen, um einen kleinen Einblick zu bekommen. Sonst wird das einfach alles ein bisschen zu lang. Und ich habe gesehen an der Einschalt- oder Zuschauquote, dass viele Leute sich ja das gar nicht bis zum Ende anschauen. Also werden wir es kürzer halten. Ja, falls sich der eine oder andere wundert, warum ich immer zum 1. des Monats, nicht immer, aber meistens oder öfters dasselbe Hemd anhabe, dann liegt es daran, dass ich also nur ein Hemd habe. Nein, Schmarrn. Sondern ich werde heute wieder versuchen, mindestens 3, 4 oder 5 von den Kanäle des Monats Videos fertigzustellen, denn ich muss ein bisschen vorproduzieren. Ich bin ja auch mal wochenweise mal nicht da. Und dann sollte es ja alles pünktlich vorgefertigt sein, damit man das alles schön hochladen kann. Gut, fangen wir an. Und zwar, wir haben heute auf dem Plan Alien Fans, Skuldur und Willow Le Loop. Ja, Willow Leloup, da komme ich später noch drauf, aber fangen wir mit Alien-Fans an. Wahrscheinlich ist Alien-Fans wirklich ein Alien. Er beschäftigt sich also nur mit Aliens. Und dann schauen wir mal hier grundsätzlich erst einmal auf seinen Kanal. Alles grün, 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 wie bei mir. Nein, nicht wie bei mir, sondern bei mir ist alles rot und bei ihm ist alles grün. Ja, dann gucken wir einfach mal in eines seiner Spiele erstmal hinein. So, öffnen und zurückrutschen. So. Yo Leute, was geht? Ich bin wieder am Start mit einer neuen Folge von Alien Isolation Mission 16. Das letzte Mal haben wir das Alien umgebracht. Besser gesagt, es ist explodiert. Oder was auch immer, zerschmolzen, wie man das auch nennen will. Auf jeden Fall, das Alien ist tot. Erstmal Party. Okay, ja, wir haben aber noch 2 oder 3 oder mehrere Feinde. Und zwar die scheiß Androiden, die mir nicht gesagt haben. Wir rutschen mal weiter, ob wir irgendwo ein bisschen was an Action finden. Alien-Fans hat was übersehen. Das ist nicht gut. Ja, okay, dann gehen wir halt nochmal dorthin. Ist ja kein Problem. Ist ja alles gechillt. Ja, kommt aber ein bisschen schneller rennen. So ist es brav. Deutsch wieder. Androiden hier. Übertreiben. Wir haben gesehen, du bist tot, da musst du nicht immer so rumstöhnen. So. Ja, dann würde ich mal sagen, wechseln wir einfach mal weiter ins nächste. Sieht einfach nur heftig aus. Oha. Aber das sieht schon interessant aus mit diesen Tintenfisch-Dingern. Nicht was, das sind so Schläuche, keine Ahnung. Das sind halt Androiden. Wow, das sieht einfach schön aus. Ja, und weil wir da so wenig gesehen haben, machen wir doch hier das dritte Video. Oder wechseln wir einfach mal hier zum Trailer. Jo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier werden dich die geilsten Sachen über das Alien, den Predator und die vielen anderen Bereichen der Alien-Saga erwarten. Aber wie das aussehen wird, das siehst du jetzt. Oh, habt ihr Freunde, meine Kiddies? Komm hierher! Jetzt habe ich dich! Eskalation! Oh, kacke, kacke, scheiße. Ah, noch ein Glatzkopf dazu, na? Kleiner Glatzkopf, jetzt bist du ganz glatt. Ja, der gehört mir. Oh. Das muss weh. Ja, jetzt waren das einmal 3 schnelle Ausschnitte. Entschuldigung. Und ich glaube, dass das langt. Auf jeden Fall ist es ein lustiger Typ, der also seine Videos auch mit guten Kommentaren unterlegt.
Also ich würde sagen, schaut einfach mal rein. Ein Like sollte drinnen sein. Vielleicht klappt es ja auch mit einem Abo. Und wenn ich jetzt hier auf die Übersicht gehe, ja, er zeigt also Coine ja, anderen Abonnenten an. Beliebte Videos, da kommen bloß seine. Ja, könnte man auch andere Videos vorstellen, ne? Zum Beispiel, oder man könnte auch andere Abonnenten zeigen, die man hat als Werbung. Gut, er hätte eigentlich keine Werbung notwendig. Bei 1219 Abonnenten läuft der Kanal meistens alleine, aber ich stelle ihn trotzdem vor. Es gibt keine Bevorzugten und keine Benachteiligten bei mir, gell? Ja, und dann gehen wir einfach mal weiter. Wir legen hier unseren Alien-Fans mal auf die Seite. Und dann kommen wir zu Skulltur. Skulltur ist auch einer von den 8 nominierten YouTubern bei CPOC, wo ich auch mit dazugehöre. Und er beschäftigt sich ausschließlich kann man nicht sagen, aber überwiegend natürlich mit War Thunder. Und wir sehen es auch an den Videos. Und da bin ich auch mit vermerkt als angesagter Kanal. Super, das freut mich. Dankeschön auch an Skulltur. Ja, und dann gucken wir einfach mal schnell rein hier bei den Videos. Wir sehen hier Neuigkeiten über das Update 1.73, was demnächst erscheinen wird. Also er hält auch die Leute auf dem Laufenden. Dann kommen normale Matches dran im War Thunder, dann Battlefield spielt er und ja, dann haben wir Battlefield und er hat aber auch was anderes gespielt. Ja, jetzt muss ich gerade mal gucken, das ist nämlich weiter unten und zwar Company of Heroes hat er gespielt und dann hat er noch eins gespielt und zwar Rocket League hat er gespielt und Forest hat er gespielt, was also auch ein sehr lustiges Spiel ist. Das Rocket League ist auch recht lustig. Guckt er mal rein, Crossout hat er mal angespielt und wir steigen einfach jetzt mal hier oben ein. Als erstes bei, ja, nehmen wir einfach das, das brauchen wir jetzt nicht, das könnt ihr euch selber angucken und schauen wir da mal kurz rein. Ja, den Vorspann kennt er, das ist dasselbe wie bei mir auch. Wir gehören ja auch zu einer Community. So, herzlich willkommen zu einer neuen War Thunder Folge mit dem Jumbo. Im Realismus natürlich wieder. Und wir haben mal wieder die Kategorie. Schön, schön. Und wie immer eigentlich fahre ich zu C. Zumindest wenn ich hier spawne. Wenn ich auf der anderen Seite spawne, fahre ich meistens dann zu B. Oder zwischen B und A. Da irgendwo hin. Bei C fahre ich jetzt eher nicht mehr hin. So, schauen wir mal ganz kurz. Es ist ja, ihr seht also, er kommentiert auch recht angenehm seine Replays oder seine Matches, die er absolviert. Und dann schauen wir einfach mal weiter in ein zweites. Und zwar nehmen wir dann einfach mal Battlefield. Ja, den Vorspann kennt er schon, den werden wir mal überspringen. Ich treffe es. Boah, bleib ruhig. Ich treffe es, ich treffe es, ich treffe es, ich treffe es. Ich treffe es immer noch. Gib mal ein bisschen Gas. Wow, Verbündeter. Ich muss nachladen. Ich hab's auch getroffen, Alter. Ja, ich hab's ausgeschaltet. Sehr gut. Wo ist er denn? Er ist rausgesprungen, ist abgestürzt. Mein Fahrzeug zerstören. Nein. Oh, ist kaputt. Schlag. Oh, Flak. Oh, ich bin gar nicht sicher. Irgendwas hat er auf uns geschossen, was. Ja, da ist er also unterwegs gewesen mit einem Kollegen und zwar mit dem Concord. Concord oder wie er sich auch ausspricht. Ja, die zwei spielen öfters Matches miteinander.
Und dann gehen wir doch mal weiter. Und zwar, was doch wohl alle auch kennen werden. Drei Videos machen wir maximal und die halten wir halt ein bisschen kurz. Wenn sie mal plus zwei sind, okay, dann verzeiht mir das. Na, Companies brauchen wir nicht. Ja, da schauen wir mal schnell rein bei Forest. Wie viele Bomben habe ich denn noch? Ja, ich baue mal schon eine. Warte, wie ging das denn gleich wieder? Circuit Board. Nee, eigentlich. Ja gut. Dann gehen wir doch hier mal. Jetzt sind wir hier schon mal lang gelaufen an der Höhle. Weil ich weiß mir fast sicher, dass wir schon mal reingelaufen sind. Ich weiß es echt nicht mehr, ob wir da reingegangen sind. Weil ich weiß noch draußen die Leute, die so gekreuzt aufgehangen wurden, gekreuzigt wurden da, ne? Ja, ja, aber ich kann mich erinnern, dass wir dann in diese Höhle reingelaufen sind. Ich glaub, ja, ich habe natürlich zu meinem Glück wieder mal ein Videoschnipsel hier gefunden, was in der Höhle spielt. Das heißt also, dass man nicht recht viel sieht, weil es ja da unten relativ dunkel ist. Ja, tut mir leid, aber noch eine Vorstellung machen wir nicht, weil mehr wie drei gibt es auf jeden Fall nicht. Also drei Videos meine ich, ne? Und dann würde ich ganz einfach sagen, wir legen mal unseren Skulptur auf die Seite und dann kommt der letzte für heute dran, der Willow Le Loup. Ja, Willow Le Loup, das ist natürlich ein sehr interessanter Name. Und soweit ich herausgefunden habe, heißt es Willow der Wolf. Ob jetzt natürlich Willow sein richtiger Vorname ist oder ob er sich nur den gewählt hat oder ob Willow noch irgendwas anderes bedeutet, und das dürfte meines Erachtens ja auch französisch sein. Ja, er kann mir das in den Kommentaren niederschreiben, wie er zu den Namen gekommen ist und was er genau bedeutet. Ob das so gestimmt hat, was ich jetzt gesagt habe, weiß ich nicht. Jo, wir sehen also hier schon mal an der Übersicht seines Kanales. Der ist auch sehr aufgeräumt und hier finde ich mich auch wieder als kleine Werbung, dass man mich auch mal sieht und findet. Herzlichen Dank an Willow Le Loup. Ja, schauen wir mal, was bietet er so. Aufgeräumten Kanal auf jeden Fall. Und dann gehen wir einfach mal in seine Videos hinein, schauen mal schnell durch. Er beschäftigt sich also sehr, sehr viel mit Fußball. Kochen tut er auch ganz gern. Hier hat er den Kochservice gespielt und dann gibt es FIFA, FIFA, FIFA und kochen, 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 bis die Herdplatte platzt. Hearth of Stone haben wir hier und was haben wir noch? Rainbow Six. Okay, also dann schauen wir ganz einfach mal. Fangen wir mal hier unten an, dann brauchen wir nicht so weit scrollen und gehen wir mal in dieses Spiel kurz hinein. Auch das Intro finde ich sehr schön. Hearthstone, let's play! Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, meine Freunde, letzte Hearthstone-Runde war wieder mal Arena-Time. Hat euch ja versprochen, dass ich noch eins mache. Und wollt auch unbedingt... Machen wir mal weiter, vielleicht sehen wir noch irgendwas. Finde ich. Eigentlich mal gar nicht mal so un... Ich weiß nicht. Das ist ein bisschen wie bei Shootern. Ranked und Unranked oder so. Obwohl ich bei Shootern immer Ranked spiele, aber hier... Also zumindest kann Ahnung, sich was das vergleichen soll. Jeder mal hier einen kleinen Einblick verschaffen. Und dann wechseln wir weiter. Dann gehen wir mal rein in Rainbow Six. Das kennen wir schon. Schauen von Filmen oder so, die mir...
versuchen, vielleicht würde. Also halt. Siehst du den Typ da? Da ist hinter dem Teil da. Ich komme nicht ran. Ich sehe nur seine Waffe. Ja. Ja, verletzt. War ja nicht der Kopf oder so. Ja, ich glaube, es war die Schulter, ganz ehrlich. Echt? Ja, aber wenn jetzt beide verletzt sind, also ich halte das ja, jetzt mal. Ja, wahrscheinlich nicht. Die haben sich halt wieder gegenseitig hoch. Jetzt, ja. So. Beide. Fall ich den an und wieder Wiederbelebung verhindert. Also, ja, weißt du. Ja. Lol. Ja. Da ist auch noch eine Cam auf der rechten Seite. Vielleicht machen wir die mal weg. So, jetzt weiß ich nicht. Oh, jetzt, wo kam das denn jetzt her? Die hat sich selber gesprengt über dir. Holy. Ich lebe noch mit 3 Leben, Alter. So, ja, das soll es auch einmal langen. Also, er spielt nicht nur alleine, er spielt auch mit anderen Kollegen zusammen. Dann gucken wir hier einfach mal weiter und schieben mal den Regler hinauf. Und das haben wir da. Und dann gehen wir da mal auf FIFA. Und es war jetzt auch nicht so tragisch, aber es ist mir doch aufgefallen als Perfektionist. Und ja, es hielt sich zwar noch im erträglichen Rahmen, aber ich wollte mich dafür trotzdem entschuldigen. Ich werde das natürlich jetzt ab dieser Folge wieder anders machen. Ich habe mich jetzt nicht ganz so... Ja, er erklärt also sehr viel in die Spiele. Und das ist ja die Trainerkarriere, die er spielt. Und jetzt schauen wir mal einfach in ein Match rein. Na komm, bewegt euch. Sergio Aguero coming forward. Newcastle going and get the ball back. Jetzt gibt's aber mal Gummi. Tries the through pass. The shot's up. Wonderful save. Ja, ich dachte, ich gehe jetzt ins Ecke. Well, the ball's been deflected out, so it'll be a throw-in. War ein Warnschuss, würde ich sagen. Ja, Leute, ich würde mal sagen, das soll es gewesen sein für erste Einblicke in die Kanäle. Sollte es eigentlich langen. Man muss es nicht übertreiben, sonst wird es einfach zu langweilig möglicherweise. Und ja, denkt dran, Leute, was ich gesagt habe. Gebt ihnen etwas YouTube-Liebe. Ich kann es gar nicht oft genug wiederholen. Likes, Abos und Views, das ist wichtig für uns. Deswegen mache ich auch die Werbung für die anderen Kanäle und das ist auch ein Dankeschön, was ich Ihnen zurückgeben möchte, weil Sie mich auch abonniert haben. Und dann sage ich danke, dass ihr zugeschaut habt. Viel Spaß selber in euren eigenen Spielen und habt so gute Zeit. Und dann sage ich ganz einfach wieder meinen Spruch, Holtrio, bis zum nächsten Video, euer PvP. Okay.